Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute haben wir wieder eine neue Herausforderung und zwar ist es eine ungewöhnliche Herausforderung für 40 XP Hopfen mit einer Sense ernten. Eine Sense dürfte klar sein, da könnt ihr natürlich jede x-beliebige nehmen, aber wie sieht nun Hopfen aus? Ich befinde mich beispielsweise hier oben in dem Quadranten J8. Das ist hier unten rechts vom Turm im Endeffekt. Ich habe aber auch hier oben links zum Beispiel habe ich auch eine Stelle gefunden, wo Hopfen ist. Das, was ich bisher gesehen hatte, war aber etwas weniger. Hier ist eine größere Stelle, wie ich finde. Und zwar, Fun Fact nebenbei, diese Sachen hier sind übrigens Gerste. Also wenn ihr die erntet oder sucht, also Gärmittel, die könnt ihr auch nehmen. Und das hier, diese großen, ja, hellgrünen Büsche, wenn ihr die jetzt aberntet, das ist Hopfen. Und da braucht ihr euch einfach nur so ein bisschen hier umzusehen. Hier könnt ihr übrigens auch Ponys holen. Ihr müsst immer ein bisschen vorsichtig sein. Hinten ist noch so ein Bison oder was. Und hier laufen überall auch noch Wildschweine rum. Gut, die Hirsche, die sind jetzt weniger gefährlich, nehme ich mal an. Auch immer wieder lustig zu sehen, wie die ganzen kleinen Ponys hier so rumhoppeln. Ich weiß nicht, was das für Bugs sind. Aber, ja, die sieht man mal häufiger. Ja, und hier läuft ihr einfach ein bisschen rum. Hier übrigens falsche Alraune ist es, glaube ich. Genau, falsche Alraune. Da gibt es dann auch noch etliche Büsche von so zwischendurch. Und ihr läuft einfach so ein bisschen im Kreis rum, wenn ihr denn auch trefft und nicht so wie ich. Und dann habt ihr ganz schnell eure 10 zusammen. Ja, ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut doch auch gerne in meine weiteren Videos zum Thema Conan Battle Pass rein. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.